Leute, willkommen bei Gymnasty Playground zum First Run vom Taillon SWB. Ja, alles was diesen Wagen ausmacht und besonders macht, im vorigen Video. So, und jetzt der First Run, der erstmal auf 4S. Gucken, ob wir noch 6S machen, ob das überhaupt nötig tut bei dem Auto. Benny an der, also der andere Benny an der Funke und ich an der Kamera. Jo. Und sag mal, was er kann. Will ich haben. Unverkäuflich, Ingo. Das ist, was ich meinte. Viel wendiger als ein Outcast. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Mal ein bisschen hoch ran hier. Ich meinte eigentlich den Hügel hoch und runter. Ach, den Hügel hoch und runter, ja, sag das doch. Ja, hab ich doch gesagt. Alter. Hoppala. Glück gehabt. Ja, der Wagen geht schon verdammt gut. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, naja, muss ich ein bisschen weiter rechts halten immer dann. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Der geht richtig gut, Mann. Ha. Wie gesagt, das ist ein geiles Auto wird. Sauber. Oh. Ja, ist mir letztens auch schon passiert, dass ich da voll reingerammt bin. Dafür haben die auch unser Bumper dran, ne? Das hab ich nicht am Schirm gehabt. Genau, immer schön rechts halten, dann wirst du richtig umgedrückt. Bei der Auffahrt hier. Sauber. Ja, ich habe schon in den vergangenen Videos gesagt, ich glaube, das ist die perfekte Landezone jetzt hier. Bei uns im Best Spot. Oh, schon wieder. Ja, Benny war jetzt schon ein paar Wochen nicht hier. Der geht gut, ey. Sauber. Lass mich auch nochmal fahren, bevor du alle. Oh. Ja, dieser Benny fährt zum ersten Mal hier wieder. So. Jetzt ich. Jetzt der andere Benny an Steuer.
Hast du für den irgendwelche Straßenreifen oder so, die du auch fahren könntest? Für nächste Woche? Ja, die hab ich noch. Ich hab noch. Die Boots habe ich noch. Aber was mir auffällt, der landet auch immer auf den Reifen. Das war ich. Der lässt sich richtig geil fahren, Leute. Das ist komplett was anderes wie ein Outcast. Finde ich. Ja, du hast die Tendenz eines Outcast. Ein bisschen weniger hier wegen den kleineren Reifen. Aber das ist viel geilere Fahrperformance. Das ist auch Wheelie-lastig, aber jetzt nicht zu extrem, sag ich mal. Ja, das finde ich echt so geil, wenn man eine Idee hat, auch wenn das jetzt kein ultra heftiger Custom-Umbau ist. Aber. Ne? Schöne Grüße an Lennart Lange an dieser Stelle. Den habe ich damals das erste Mal vorgeschlagen. Letztes Jahr, wo ich den Craven gebaut hatte, hat er sich ja einen auf Tayon-Basis gebaut, nicht auf Craven-Basis. Und da blieben genau auch Tayon-Achsen übrig und ein Outcast-Chassis, glaube ich. Irgendwie so war das, jemand hat sich auch so eingebaut in so einen ähnlichen Look. Und das heißt ähnlichen Look. Es war ein Outcast-Look dann, aber flacher halt. War das nicht irgendwie aus Versehen? Nee, ich kann Ihnen das sagen, da kamen wir auf die Idee halt zusammen irgendwie halt. Na, deswegen schöne Grüße, Lennart. Und das ist jetzt halt dann, ich sag mal, unsere Version jetzt davon oder Vision. Ja, da ist der Akku alle. Mega geiles Auto auf jeden Fall. Wollen wir 6S noch testen oder was? Ja. Können wir mal gucken, ne? Ja, wir packen noch mal ein bisschen 6S hinten ran an das Video. Mal gucken, wie warm der Motor ist. Bis gleich. So, Leute, jetzt hat er 6S drin. Das ist heftig. Das könnte zu doll sein. Ja, jetzt halt mal. Also, er muss sehr vorsichtig Gas geben. Das Ding gleich auf dem Dach. So wie da? So wie da. Ja, die Performance mit 4S war schon sehr gut, definitiv bei dem Auto. Auf das schmälere halt. Na, klar, könnte man jetzt auch Badlands drauf machen. Aber die Backflip LP sind ja schon echt gute Reifen. Und das Wagen sollte halt echt nicht zu breit werden halt. Ne? Quietscht der. Jetzt wieder weg. Boah, ist der heftig abgeschieden. Ups. Soll ich auf Bremse drücken, nicht auf Gas drücken. Also, weg, es ist definitiv zu heftig für das Auto. Ja. Ich mag gar nichts, der macht aber 1000 Flips. Das ist auch nur eher so ein Test gewesen, mal zu gucken, ne? Das war ohne einen Gasstoß. Du brauchst nur kurz den Gasfinger antippen, ey. Manchmal ja. Hat er von mir gelernt. Hat er aber nicht aufgepasst, weil ich gleich die Auto zeige. Ach, rennst du auch überall rum und erzählst, du hast German Lassen Flecko 1 beigebracht, oder? Ja, habe ich. Ja. Der Benni hat von mir das auf dem Dach liegen gelernt. Mega Spaß macht das, ohne Witz. Also, ich fange jetzt auch zum ersten Mal so. Bisschen Übung. Und das gesehen? Das ist so geil, wenn du das Auto ist außer Kontrolle und dann so Gasstoß, die Reifen fangen ihn einfach ab und dann ist der Hammer. Okay. Ja, auf jeden Fall braucht man nicht viel Anlauf mit dem Auto hier. Das Doofe bei solchen Autos ist immer nur, da haben auch viele verreicht. Hört euch immer krank an. Mach mich mal wieder jetzt. Mhm. das ist aber auch eine Welle, ist krumm, haben wir schon gesehen, damit du schleift die.
Benny hatte jetzt, also der andere Benny, nicht ich, hatte jetzt hier natürlich alles da für dieses Auto. Wenn man sich das halt irgendwie bauen will, dann holt man sich irgendwie ja, dann holt man sich ein Talion und ein Outcast, ja. Dann holt man sich ein Outcast-Chassis, Wellen und so weiter. Dann, was man noch so braucht, dann investiert man natürlich rucki-zucki, jetzt sei man hat irgendwelche Connections, aber man investiert rucki-zucki etwas in ein geiles Auto für einen Armer. Oder Armer sind eh geile Autos, aber für einen, ne, also für einen festen Armer. Man kann natürlich auch genauso gleich irgendwelche High-End-Autos holen, ne? Aber selbst der Tecno MT4 ist auch wieder ein bisschen anders. Aber das ist ein geiles Auto, ja. Wo man nicht von reden halt, ne? So, aber wenn man halt auf Armer steht, man hat schon die viele Teile von Armer, das trifft ja uns beide zu, dann kann man natürlich solche Custom-Autos hier machen. Wurde Spiel oder was so machen, ne? Ja, ich finde so. Ja. Gut, dann danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann hoffe ich, dass wir, ja, Benni und den, aber wir sehen uns sowieso den nächsten Mal wieder, sehen uns nächste Woche. Aber dass wir auch dann den SWB Italian hier dann eventuell demnächst mit einer weiteren Entwicklung oder sowas, was ihnen mal so einfällt, dann wiedersehen werden. Danke euch fürs Zuschauen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!